Auf dieser Platte sehen Sie jetzt, das ist die A3,5-Pulver und das ist dieses Fluoropulver. Und Sie sehen natürlich, dass eine Aufhellwirkung hier stattfindet, wenn man die 50-50 mischt. Das ist mit dieser Liquid, die daneben liegt, angerührt, die Internal Stain Liquid. Was man beachten muss, die Internal Stain Liquid verträgt keinen Wasserkontakt und auch kein Kunststoffinstrument, das greift es an. Aber wichtig ist kein Wasserkontakt. Das heißt, den Pinsel, den Sie dann verwenden zum Auftragen, können Sie gerne vorher mit Wasser auswaschen. Aber dann müssen Sie ihn, wie ich jetzt gleich machen werde, wenn er vom Auswaschen kommt, einmal durch die Flüssigkeit durchziehen, auf einem Tuch kurz abstreifen und dann anschließend erst in die Masse eintauchen. Die Masse hat so eine sirupartige Konsistenz, so wie Ahornsirup, und sollte in dem Zustand aufgetragen werden. Wir beginnen mit dem Auftrag. Das ist unser Gerüst, das wir jetzt im Weiteren verarbeiten werden. Und da beginnen wir jetzt mit dem Auftrag des Materials. Es wird in dünnen Schichten aufgetragen. Lieber zwei dünne Schichten, falls Sie mehr Chroma brauchen, oder Sie nehmen gleich eine dunklere Farbe. Da tragen Sie das Material schön gleichmäßig auf, wie es ich jetzt mache. Es lässt sich wunderbar auftragen, weil es durch diese Internal Stain Liquid eben so einen lackartigen Charakter hat. Sie sehen die Stelle, wo es noch nicht aufgetragen ist, kann man sehr schön sehen, wie das Chroma sich zusätzlich noch erhöht. Auch im palatinalen Anteil. Rundherum die Krone mit diesem Material beschichten. Es lässt sich wirklich super einfach auftragen. Und Sie sehen gleich die farbintensivierende Wirkung. So. Und wenn es schön aufgetragen ist, wie jetzt in unserem Fall, dann brennen wir diese Krone mit 1090 Grad und anschließend können wir weitermachen.